Willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus. Wir waren hier im, ja, bei den ganzen Irren stehen geblieben, mit denen wir ja jetzt eingesperrt wurden. Wir waren ja schon im letzten Part bei König Adrian, glaube ich. Ja, mit dem haben wir gesprochen. Mit dem gesprächsfreudigen Droggelbecher haben wir gesprochen. Da hinten waren wir auch schon. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Alu-Mann an. Da steht ein alter Mann mit Aluminiumumhang am Fenster. Na, ist ja ganz normal. Nehmen wir mal mit. Ah, der sieht ganz schön schwer aus. Benutzen. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Ich bin Edna, wo ich herkomme, spielt keine Rolle, ich will nur fort von hier. Ich bin Edna und komme aus einem Turmverlies. Nein. Ich bin Brachner, ich komme aus dem dritten Zinnober der Ukul. Aha. Howdy, ich bin deine Cousine Betty, ich komme aus Australien. Ja, dann nehmen wir das mal. Howdy, ich bin deine Cousine Betty, ich komme aus Australien. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommt. In Vladwakistan legt man nicht so viel Wert auf Hygiene, weißt du. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin schon weg. Ich komme offensichtlich ungelegen. Nein, das nehmen wir nicht. Das Oberste nehmen wir auch nicht. Ich bin Brachner. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachner mit Fieber im Bett liegt. Ja. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Mich wundert's, dass es hier keinen Poki gibt. Zum Anklicken. Nee, gibt's keinen. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Mach dich nicht lächerlich. Deine Aura ist grün und saftig wie die Auenland-Sequenz in Herr der Ringe. Dr. Marcells Aura hingegen ist mehr wie einer dieser vertrockneten Büsche, wie sie im Western durchs Bild geweht werden, wenn gezeigt werden soll, dass die Stadt verlassen ist. Gut. Der wollte ich gerade aussagen. Warum lügst du? Ah, der Kerl ist super. Ich mag ihn. Wirklich? Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Fluss. Kommen wir das nicht alle? Ja. Aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel. Also nochmal, wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Alter! Was führt dich zu mir, Kind? Wer bist du denn? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Okay. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Okay. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit.
So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Der Kerl ist genial. Gaia erinnert mich an irgend so ein Vieh aus Yu-Gi-Oh! Damals. Gab's doch mal, sie hat irgendwie so einen Ritter. Oh. Egal. Na, wer wohnt in der Kissenburg? Das wissen wir doch eigentlich schon. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Und was sind das für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Okay. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Okay. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Ja. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Ah, Petra werden wir gleich noch kennenlernen. Sprechen wir über was anderes. So. Nee, das hatten wir ja. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ach, ich mag diese ganzen Hirngespinste, die dem werten Alu-Mann da im Kopf rumgeistern. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Klugscheißer. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weg. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Okay. Dann haben wir den fertig. Da haben wir da hinten alles fertig. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu Juppi Jupsen. Zu dem Telefonmann. Aber erstmal hören wir uns hier auch Poki an. Juppi Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen. Einem nicht ausgebildeten Sprecher, also ich glaube einem der wenigen wirklichen Laiendarsteller in Edna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Jetzt macht er bei uns die PR und New Business.
Ja, seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppie. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Ätna-Ordner. Und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine dritte Reise in die Vergangenheit in Ätna-Bricht ausgibt, bevor man zum Showdown kommt, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus in Dr. Marcells Irrenanstalt vorgestellt wird, als schwer erziehbares Kind. Und Ätna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nachher weggelassen habe. Sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Der Screen wurde, glaube ich, von Dedelic auf Facebook veröffentlicht, weil der gute Gronkh das mal... Also er hätte sich das gewünscht und ein paar Tage später war es dann auf Facebook. Ich fand den Screen eigentlich ganz... Also ich hätte es noch gut gefunden, wenn noch mehr Tempomorph-Sequenzen drin wären. Aber wir müssen ja nachher erstmal zu... oder später zur zweiten kommen. Jetzt gucken wir uns erstmal den Juppie an. Er telefoniert. Ach, wat. Ja, geht ja... Na, egal. Nein, das könnte er missverstehen. Nein, das könnte er... Okay. Hallo? 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Wir brauchen das Telefon. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich leg dir's nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Choleriker, nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Und genau in dem Moment geht hier das Telefon. Oh, ich piss mich ein, ehrlich. Oh, das war gut. Egal. Ist zum Glück anderer dran gegangen. Ah, egal. Was haben wir denn hier noch? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Dafür müsste ich erstmal 4 Millionen haben. Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Oh Gott, telefonier weiter. Ist nicht so wichtig. Telefonier ruhig weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? Gut. Das konnten wir dann auch abhaken. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Zack, da haben wir das nächste Räumchen. Ach ja, der gute Pumuckl. Mal angucken. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Das fand ich so geil hier an dem Spiel, dass die Sendung Pumuckl als Schizophrenie abstempeln, dass Meister Eder nur mit sich selber redet, obwohl der Kaspar gar nicht da war. Ha, ich find's geil. Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Jetzt hat er auch noch was gegen Kobolde. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold. Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Dann wartet. Wir sind ja nicht so. Jetzt finde ich das Lustige an den ganzen Pflanzen hier. Spot? Hm. Sagt mir jetzt persönlich gerade gar nichts, aber egal, wir machen hier erstmal wieder alles schön dreckig. Wenn wir schon mal dabei sind. Pieks.
das hatten wir jetzt auch. Nein. So. Zack, zack, zack. Hat sie da was hingemalt. Dann wieder die Ketchup-Sachen. Den Sessel können wir noch 100 pro auch bekleckern, oder? Edna was hier. Nein, danke. Ich esse lieber. Ja, das hatten wir schon mal. Nein, danke. Okay, dann können wir das also nur beschriften. Wie sieht's denn damit aus? Okay, dann... Nein, danke. Ja, okay, das hatten wir auch. Ich schätze mal hier dasselbe. Nein, danke. Okay, dann würde ich sagen, Poki, über hier, nehmen wir mal den Job ab. Ja, in diesem Screen enttarne ich eine weitere meiner Inspirationsquellen für Endermächt aus, wenn nicht die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar ist ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen, quasi als imaginären Freund, einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht, als wäre es was Reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind fand ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna bricht aus, ja. Ich stelle mir das immer so geil vor, immer wenn ich diese Stelle, wenn ich daran denke, einfach generell. Ich habe mir auch deswegen mal so ein paar Pumuckl-Verarschen angeguckt. Ah, das war echt geil. Weil man sich so vorstellt, wie dieser Kasper, dieser etwas ältere Mann, seine ganze Werkstatt auseinandernimmt, nur und das halt so sagt, ja, der Kerl ist halt schizophren. Aber egal. Gut. Ja, da hinten, Professor Nock. Mit dem reden wir gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal das Fernsehen an. Ein Dino-Film. Ich mag keine Dino-Filme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Jetzt hast du das ganze Ende verraten, böse Edna. Ich würde ihn ja nehmen. Aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche siffen. Oh, guter Stich. Okay, benutzen tun wir das Ganze noch nicht, weil wenn wir das jetzt umschalten, ich glaube, dann tickt er da hinten... Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Ach du Schande, wenn ich diesen Dialekt schon höre. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Hallo, na, möchtest du, dürfen wir dich mitnehmen? Er würde sich bestimmt dagegen wehren. Du kannst ihn ja in die Tasche packen. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße Edna. Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du denn da hinten? Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Oh, bist schon ein guter Professor, kannst alles schön beleuchten. Also mit Thesen und Beweisen und ja. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört, was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Ja, er sagt's aber schon. Weißhaariger Mann in einer Irrenanstalt hinter einem Sessel. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen Sie etwa insgeheim die Polkappen schmerzen? Das tun die auch schon von alleine. Ich muss Vorbereitungen treffen. Sauber. Wir reden aber nochmal mit denen. Da waren noch einige Optionsmöglichkeiten. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Hilfe. Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Hello. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar.
Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, doch, Dummerchen. In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Okay. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Deno-Menschenbrüder in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Tja, gut zu wissen. Was macht die Forschung? Nee, das mit dem Wäschelift fragen wir noch nicht. Weil wir uns den Wäschelift noch nicht angeguckt haben. Noch existiert, meinst du? Ja. Plus minus 10 Minuten. Ach ja. So, aber an dieser Stelle speichere ich einmal und würde dann sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!